und herzlich willkommen zu den Clipcharts. Wir beginnen heute mit meinem Lieblingsmärchen, Rotkäppchen. Rotkäppchen soll ja ein sehr hübsches Mädchen gewesen sein. Was wäre wohl gewesen, wenn Rotkäppchen eine wunderschöne junge Wölfin gewesen wäre? Eine Wölfin, nach der sich alle anderen Wölfe im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf verdrehen. Dann hätte die Reaktion wohl so ausgesehen. Fell des Herrchens ist der Katze wohl irgendwie verdächtig vorgekommen. Das musste dringend entlarvt werden. Vielleicht ist die Katze aber auch einfach nur eitel und mag's nicht, wenn noch jemand flauschiger ist als sie selbst. Apropos flauschig, erinnern Sie sich noch an den Kassenschlager Switch, die Frau im Manne? Ähnlich muss es dem Hauptdarsteller in unserer Startnummer 20 ergangen sein. Wirklich männlich sieht es zumindest nicht aus, was er da veranstaltet. Hier ist das Funke-Mariechen gefangen im Körper eines Mannes. Switchen ist quasi das Umgekehrte zum Fahrradfahren. Beim Fahrradfahren heißt es ja, wer das als Kind gelernt hat, verlernt das nie. Wenn man aber das Rutschen im Kindesalter gelernt hat, ist das noch lange keine Garantie, dass man das im Alter immer noch kann. Ah, das ist ja auch ganz schön kompliziert. Hinsetzen und los geht's? Ach, Junge, Junge. Ohnehin sind es ja die ganz einfachen Dinge, die manchmal ungeahnte Schwierigkeiten bergen. Wenn man zum Beispiel ganz harmlos vor sich hinfegt und der Besen nur Böses im Sinn hat, wenn hinter der Frisbee hergesprungen ist. Sonst hatte der Kameramann wahrscheinlich nach dieser Aufnahme noch echte Probleme. Jetzt spielt wieder ein Hund die Hauptrolle. Vielleicht haben Sie sich ja auch schon mal gefragt, wo eigentlich die kleinen Seehunde herkommen. Genauso wie im Clip wird es wohl nicht gewesen sein. Aber ich finde, man bekommt schon eine ganz gute Vorstellung davon. Bitte schön, dieser Dame in Sportart Beachvolleyball. Da sehen die Bälle zwar genauso aus und fliegen leider auch nicht von selbst, aber immerhin fällt man dann weicher, wenn es wieder mal schief geht. Und wir bleiben auch bei Dingen, die schief gehen, nämlich beim Seifenkistenrennen. Da braucht man ja erstmal was Schiefes, damit es überhaupt losgeht. Am besten einen Berg. Aber wenn es dann zu gut läuft, dann kann es ganz schnell in der Schiefe wieder schief gehen. Auf die Plätze, fertig, los. Tja, da ist wohl die Frage, was mit dieser Aktion überhaupt geplant war. Kann sein, dass der Mann einfach nur auf eine Anzeige in der Zeitung reingefallen ist. Transportable Waschmaschine günstig abzugeben. Bitte Seil mitbringen. Man muss eben einfach zwischen den Zeilen lesen können. So ist es auch in der Werbung. Manchmal ködern die ihre Kunden nur, indem sie ihr Produkt in den Vordergrund stellen. Manchmal machen die aber die Hersteller einfach nur schlecht. Das ist dann meistens wirklich fies. In seltenen Fällen aber auch richtig witzig. Hier ist der Werbeclip des Tages. Ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Clip hat ein klein wenig übertrieben. Und wenn sich das mit den viereckigen Brüsten wirklich durchsetzt, sehen die Bikini-Produzenten wohl goldene Zeiten auf sich zukommen. Und das mit dem viereckigen Hintern könnte beim Sitzen eigentlich auch sehr gemütlich sein. Naja, aber für den Moment lassen wir mal lieber alles so, wie es ist. Dann passen wenigstens die Klamotten, die wir schon haben. Ja, zumindest im Idealfall. Das Mädchen mit der Startnummer 10 hatte aber so ihre Probleme. Wenn man eine große Karriere als Pianistin einschlagen möchte, dann muss man nicht nur gut Klavier spielen können, sondern auch mental sehr stark sein. Meiner Meinung nach ist es das Beste, wenn man das schon so früh wie möglich lernt. Ja, mit Tiefschlägen umzugehen natürlich. Gar nicht, warum die so schreien. Einen besseren Beweis, dass das Essen wirklich frisch ist, kann man doch gar nicht bekommen. Ich freue mich ja auch immer, wenn im Salat eine Raupe ist. Dann weiß ich ja, dass er frisch ist. Obwohl, naja, man muss sie halt vor dem Essen finden und... Ach nee, jetzt gefällt mir die Vorstellung doch nicht mehr so gut. Schnell ein paar Clips. Ach, das ist eine Leichtigkeit. Also, ich werfe beim Basketball immer so. Naja, zumindest nachts, wenn ich davon träume. Jetzt kommen wir zu den Clips, die es bei uns bis ins Körbchen geschafft haben. Zu unseren Top 5. Und welche das sind, das können Sie aussuchen. Auf unserer Homepage kabel1.de können Sie darüber abstimmen, wer einen Treffer landet oder wer daneben fliegt. Und unser Platz 5 ist eine schöne Geschichte über das Miteinander von Jung und Alt. Opa muss sich die Haare waschen und der Enkel hilft ihm dabei. Naja, zumindest so ungefähr. Immer alles schon, wie man es gelernt hat. Auch wenn man es nur mit Ach und Krach hinkriegt. Aber Dressur mit Musik ist doch auch möglich. Bestellen Sie ihm doch einfach den Song Love Generation als Klingelton fürs Handy. Das motiviert den Hund bestimmt. Sie ganz sicher auch. Schicken Sie einfach eine SMS mit Love an die 41500. Auf der Videotextseite 383 oder auch auf kabel1.de gibt's weitere Infos dazu. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir sind bei den drei besten Clips des Tages angekommen.
Und da darf ich Ihnen einen meiner absoluten Lieblingsclips ankündigen. Nie zuvor ist ein Liebeslied so schön gesungen worden. Hier kommt Platz 3. Nicht jedem Mann ist es wohl recht, von Flottenbienen umschwärmt zu sein. Aber die wollen halt auch gut behandelt werden und mögen es gar nicht, wenn man sie einfach fallen lässt. Wenn Sie auch so ein witziges Video für uns haben, dann zögern Sie nicht und schicken Sie es mir. Für jeden gezeigten Clip gibt's 250 Euro. Und den Internetgang bitte auch nicht vergessen. Bei kabel1.de finden Sie uns und dort können Sie alle Clips noch einmal sehen und Ihre Lieblinge in die Top 5 wählen. Und wenn Ihnen das jetzt alles ein bisschen zu schnell ging, dann finden Sie da auch nochmal die Adresse, an die Sie Ihre Clips schicken können. Unser Platz 1 könnte Ihnen heute Nacht helfen, wenn Sie so ein bisschen Einschlafprobleme haben. Also, schauen Sie genau hin und zählen Sie mit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.